Wir kaufen nichts. Guten Tag, ich bin von der Mordkommission. Mein Name ist Chief Inspector Seymour Danger. Machen Sie bitte auf. Und, was wollen Sie von mir? Wir haben hier in der Nähe Leichtteile gefunden. Und jetzt befragen wir die Anwohner dazu. So, so. Ich habe aber mit der Verschwendung nichts zu tun. Hauen Sie ab, Constable. Ist das richtig? Ihr Name ist Dr. Ripper? Und Sie arbeiten als Gärtner im Forschungslabor der Pharmafirma Jekyll & Hyde AG? Ja, ist denn das ein Verbrechen? Sie sind wohl ein Impfgegner. Aber ja, Dr. Ripper ist mein Name. Sie haben doch sicher nichts zu verbergen, Dr. Ripper. Also machen Sie bitte auf. Was? Nö, nö. Wie kommen Sie denn darauf? Also gut, kommen Sie rein. Ach ja, und ich bin Chief Inspector, nicht Constable. Naja, schon klar. Wer war das denn? Was denn? Mann, da hat doch ein Baby geschrien. Alles klar, Herr Kommissar? Mann, was geht denn hier vor sich, die kranke Psycho? Überall ist doch Blut und hinter der Tür, da schreit doch ein Baby. Ach so, Sie denken also, ich wäre der Mörder aus der Nachbarschaft? Haha. So ein Quatsch. Mein Beruf und mein Name sollten nichts zur Sache tun. Immer diese Vorurteile. Das angebliche Blut, was Sie da sehen, das ist doch nur Tomatensoße und Filmblut. Die Soße war abgelaufen und ich wollte die Toilette runterspülen. Die hatte so schlimm gestunken. Widerlich, sage ich Ihnen. Und während ich die Soße weggebracht hatte, bekam ich mehr als einen epileptischen Anfall. Kommen Sie, ich bringe Sie zur Haustür. Nein, ich gehe hier erst weg, wenn Sie mir zeigen, was hinter der Tür ist. Da schreit doch ein Baby. Ach was, das ist doch nur die dumme Nachbarskatze. Ach, das können Sie doch Ihrer Oma erzählen, aber nicht der Polizei. Und die Schrotflinte? Und die Leichen oben im Flur? Was sagen die dazu? Ach, das sind doch nur Filmrequisiten. Ich drehe nämlich nebenbei Horrorfilme. Und warum ich die Flinte mitgenommen habe? Keine Ahnung. Mann, was stimmt denn nicht mit Ihnen? Los, zeigen Sie mir jetzt, was hinter der Tür ist. Sehr gerne. Na, red bitte. Sehen Sie? Das war nur die dumme Nachbarskatze. Hm, ungewöhnlich, diese Katze. Tja, ist wohl alles okay hier. Aber ich behalte sie im Auge, Mann. Und machen Sie mal eine Wurmkur bei der Katze.